Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute seht ihr mal mein neues Setup für meine Twitch-Streams. Ich habe mir nämlich einiges dazu geholt, knapp 1200 Euro habe ich jetzt bisher schon investiert, um euch einfach eine geilere Qualität liefern zu können, mir eine geile Qualität liefern zu können. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal am Anfang, wie es jetzt ausgesehen hat, die letzten Wochen, Monate auf jeden Fall und wie es dann gleich, wenn ich alles umgebaut habe, aussehen wird. Noch eine kleine Info am Rande, es wird einen 18-Stunden-Stream genau heute, genau jetzt geben. Das Video kommt circa so um 11, um 12 online, würde ich mal schätzen. Und um 12.30 Uhr seht ihr dann per Einklick-Moment auf jeden Fall das neue Setup, wie es dann am Ende auf jeden Fall mit dem ganzen neuen Zeug hier aussehen wird. Deswegen schaltet gerne vorbei, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Es wird auch, um euch das mal eben kurz zu zeigen, es wird auch diesen Scuff-Controller zum Gewinn geben mit dem Blacktime-Logo und sowas. Wird es auf jeden Fall auch zu Gewinn geben, deswegen schaltet auf jeden Fall gerne ein. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal eben kurz, wie es die letzten Monate auf jeden Fall immer hier ausgesehen hat. So, und so sah das Ganze dann aus. Hier stand dann meine Pfeife, wo ich es jetzt auch gerade sehe. Die hätte ich auch eigentlich mal sauber machen können fürs Video. Jedenfalls, hier stand meine Pfeife, hier war mein Setup. Hier war der Stuhl, den ich damals geschenkt bekommen habe, gesponsert bekommen habe, auf jeden Fall mit meinem Live Your Time Hoodie, auch extrem geil. Dann hatte ich hier halt meine zwei Monitore, hier meinen neuen PC, da hinten steht mein alter PC und genau, das war jetzt eigentlich mein Setup, so sieht's aus, war eigentlich ganz schlicht. Hier die Softbox, die wird auch noch wahrscheinlich dann ausgewechselt die nächste Zeit und mein Scuff-Controller, den ich mir damals zu Fortnite-Zeiten gekauft habe. Ja, jedenfalls, das war mein Setup und ich würde sagen, mit einem Klick würde ich jetzt sagen, seht ihr gleich das neue Setup. Boom, Leute, und das ist das fertige neue Setup, was ich mir zugelegt habe. Der Tisch ist ca. 2 Meter groß und da kann ich halt ohne Probleme dann auch demnächst dann nochmal einen dritten Monitor draufbauen, wenn ich mir die PS5 zugelegt habe. Und ich glaube, was ihr alle seht, ist halt eine neue Kamera, Leute. Davor habe ich ja die Logitech 1020 benutzt. Jetzt werde ich die Sony Alpha 6400 benutzen mit einem Objektiv. Das war dabei. Ich werde es aber wahrscheinlich auch nochmal austauschen, wenn wir dann Richtung Partner-Grind sind, wenn wir dann vielleicht Partner werden bei Twitch. Da werde ich auch wahrscheinlich nochmal ein neues Objektiv mir zulegen. Ja, aber das ist jetzt so gesehen das neue Setup. Ich habe mir auch noch zwei neue Lichter geholt. Einmal das weiße Licht. Das wird mich halt von dieser Seite hier noch ein bisschen beleuchten, weil es immer ein bisschen zu dunkel war. Und das blaue Licht, das wird dann Richtung Pokalschrank gehen. Also da werde ich auf jeden Fall das so hinstellen, dass der Pokalschrank blau beleuchtet wird. Nano Leafs können wir auch nochmal im Stream besprechen. Habe ich überlegt, ob man das dann um den Playbutton rum macht, aber ich weiß auch nicht, ob das dann zu viel ist, wenn man den blau beleuchtet. Dann hat man halt hier noch die Nano Leafs, dann die Pfeife. Ich werde wahrscheinlich den LED-Würfel, den ihr da seht, werde ich wahrscheinlich da hinten in die Ecke tun, damit man da auch noch ein bisschen Belichtung hat. Jedenfalls, so sieht jetzt das fertige Setup aus. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich habe das unten gelöst, unter dem Tisch, mit so einem Handtuch, dass man halt die Kabel nicht sieht. Ist zwar nicht so professionell, aber es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Und ja, Mann, das ist auf jeden Fall das neue Setup. Ich hoffe, euch gefällt es. Mir gefällt es auf jeden Fall extrem. Es ist ein sehr großes Update für mich, für die letzte Zeit, sage ich mal, wie ich davor gespielt habe und wie das Setup aussah, ist das für mich auf jeden Fall ein sehr großes Update. Gerade, Leute, die Kamera, was halt sehr, 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 sehr fresh ist. Und ja, Mann, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall jetzt nochmal kurz zu einem kleinen Real Talk am Rande wieder. Also bis gleich, Leute. So, Leute, und jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ihr seht noch nicht das komplette Finally Setup, Leute. Es ist immer noch die alte Kamera. Der Wandschrank ist noch nicht beleuchtet in Blau. Der LED-Würfel ist noch nicht da hinten. Ich werde das alles noch umstellen, wenn wir dann gleich um 12.30 Uhr den einen Knopf drücken, wo ihr dann das komplett neue Setup seht mit der neuen Kamera und so. Jedenfalls wollte ich mich aber nochmal bei euch allen bedanken für diesen geisteskranken Support auf Twitch. Ohne euch wäre das Ganze hier nicht möglich gewesen, so eine Kamera sich zu leisten, den Tisch zu holen, Lichter zu holen, demnächst noch Elgato Keylight zu kaufen, einen neuen Monitor, PS5, was alles noch dazukommen wird. Deswegen wirklich danke, danke, danke für den geisteskranken Support von euch. Ich kann es nur immer wieder betonen und mich dafür bedanken, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man, ich zeige euch das mal eben, dass man mit knapp 40 durchschnittlichen Zuschauern an die 1000 Subs grenzt und knapp wieder 800 Subs hat. Das ist einfach unglaublich. Deswegen, ich kann nicht jeden Namen aufzählen. Es sind einfach zu viele, die jetzt in der letzten Zeit die ganze Zeit supporten. Deswegen, ich kann es leider nicht machen, jeden Namen aufzuzählen, weil ich würde safe irgendwen vergessen. Deswegen einfach nur Herz und Kuss an euch für den geisteskranken Support. Auch wahrscheinlich genau die, die jetzt gerade im 18-Stunden-Stream sind. Genau die, eigentlich meine ich auch, die halt immer wirklich wieder da sind, die, wenn um 19 Uhr der Stream startet, die um 18.30 Uhr schon vor meinem Stream campen, zusammen im Chat schreiben, ist es wirklich geisteskrank, ne? Deswegen
großes Dankeschön an euch, auch für die Chat-Aktivität, was für mich persönlich das Wichtigste in meinen Streams ist, dass der Chat einfach aktiv ist. Danke, 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 Leute. Und ja, Mann, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Stream. Wenn ihr Bock habt, das neue Setup dann in live zu sehen, wie das Ganze hier aussehen wird, dann schaut gerne im Stream vorbei. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Danke nochmal für alles, Leute. Ich bin gespannt, was im nächsten Jahr passieren wird, ob wir Richtung Partner gehen werden. Wir sind jetzt gerade durchschnittlich immer so 40 Zuschauer. Da fehlt auf jeden Fall noch einiges für den Partner, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe sehr, sehr viel Spaß an dem Grind. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video oder gleich im Stream und ciao, ciao.